Hallo, hier ist wieder Robert mit Geschichten aus der Geschichte. Wohin führt uns unser Weg heute? Nach Wertheim. Ah ja, zur Burg ob Wertheim. Schön, schauen wir doch mal hin. Wir hatten ja in einem früheren Beitrag der Serie 4 bereits Wertheim kennengelernt, liegt im Kreis Main-Tauber, rot markiert im grünen Ländle. Und hier haben wir eine Übersichtskarte. Die Tauber mündet bei Wertheim in den Main. Und wir nannten ja die Stadt bereits Stadt der Grafen von Wertheim. Die haben sie auch gegründet. Älter aber ist die Burg. Hier sehen wir die Situation. Der Main, Tauber mündet rein und in diesem Dreieck, da liegt die Stadt gekrönt von der Burg. Kurz gesprochen kann man sagen, die Burg wurde auf Eigenbesitz der Grafen im 12. Jahrhundert, also der romanischen Bauperiode, gegründet und 1632 von den Schweden zusammengeschossen. Doch das würde der Burg nicht gerecht. Es ist eine der größten Burganlagen Deutschlands und vor allen Dingen die enormen Ausbauten und Anstrengungen, die man noch im 16. Jahrhundert unternommen hat, um sie eben gegen die Feuerwaffen sicher zu machen, die wollen wir uns heute mal ansehen. Hier mächtig thront die Burg. Teil wieder aufgebaut. Zur Situation: Das Erzbistum Mainz und das Fürstbistum Würzburg. Die überschnitten sich hier in dieser Gegend mit ihren Interessenssphären seit Jahrhunderten. Und die Grafen von Wertheim saßen praktisch mittendrin. Auch der Deutsche Orden? Ja, wie kommt der denn her? Der kam von hier. Aber dazu in einer anderen Geschichte mehr. Hier seht die Situation. Main, Tauber, Münden. Und da liegt die Stadt dazwischen in diesem Dreieck, gekrönt von der Burg. Wir gehen jetzt an der Südseite nach oben. Hohe Schenkel- oder Wangenmauern, wie man so schön sagt, verbanden Burg und Stadt. Hier haben wir das obere Bollwerk im 16. Jahrhundert erbaut. Hier die Reste des Löwensteiner Baus. Der herrliche Blick zur Stadt. Es durfte niemand zwischen Burg und Stadt oder gar die Burg einnehmen können, dann konnte er von oben in aller Ruhe die Stadt zusammenschießen. Hier seht die gewaltigen hohen Mauern. Das hat Jahre bis Jahrzehnte gedauert, aber die Grafen hatten eben Geld. Die Ausdehnung der Burg. Die Grafen selbst, die spalteten sich in mehrere Linien auf, starben dann auch im Originalstamm aus, wie man so schön sagt. Sie heiraten nach Breuberg ein, ja, im Odenwald, und auch in die Löwensteiner Linie. Aber immer blieb die Hauptlinie hier in Wertheim. Ihr seht Ausfallpforten, Halbschalen oder Halbrondelltürme, wie man sagt, Schießscharten. Alles wurde außen abgegraben. War flach, denkt euch die Bäume weg, die gab's damals nicht, es musste freies Schussfeld halten. Hier, zur Bergseite, da sehen wir uns jetzt mal das obere Bollwerk an. Das ist das größte dieser Ausbauten. So ab frühen 15. Jahrhundert, da wurde offensichtlich, dass Feuerwaffen, also Kanonen, eine ernsthafte Bedrohung waren. Doch auch für die Verteidigung waren sie ganz praktisch, nur musste man da Türme bauen, Bastionen, Geschützwerke. Auf die normalen Mauern konnte man Geschütze nicht stellen. Ihr seht, das sieht aus wie eine Festung. Das ist auch eine Festung. Leichtes bis mittleres Geschütz stand hier und zwar in großer Zahl. Feuerkraft. Bei einer Belagerung mussten die Verteidiger verhindern, dass die Belagerer mit ihrem schweren Geschütz in Stellung gehen konnten. Das war das A und O. Waren sie erst einmal festgesetzt hinter Erdwällen und Schanzen, dann sah es schlecht aus. Hier haben wir das untere Bollwerk. Auch ein Halbschalen, ein Rondellturm, der die Mainseite und das Tal unter Feuer nehmen konnte. Und auch die Flanken der Burg sind mit Zusatztürmen, Geschützscharten und mehr ausgerüstet. Hier sehen wir auch die Schenkelmauern, die sich hier wieder zur Stadt hinabziehen mit freiem Schussfeld. Der Wehrgang fehlt hier oben, nachdem die Schweden 1632 die Burg zusammengeschossen hatten. Naja, dann war die Burg auch eine Zeit lang als Steinbruch und baute anschließend nach dem Dreißigjährigen Krieg wieder auf. Und zwar zuerst die Stadt und die neue Residenz unten. Doch die Grafen gaben die Burg nicht auf und heute ist die Burg im Besitz der Stadt Wertheim und wird unter enormem Aufwand bestmöglichst instand gehalten. Die Toranlage ergänzt hier die hohe Batterie zur Stadtseite. Da stand mittleres Geschütz. Kartaunen, Feldschlangen, Reichweite 600
die sich hier zur Stadt hinabziehen. Einmal im Nordosten und einmal unten im Süden. Die Toranlage. Früher natürlich mit einer Zugbrücke. Wir gelangen hier zur Hohen Batterie. Die Türme selbst, heute mit schönen Fenstern, früher mehr mit Schießscharten. Und hier, da sehen wir die Schenkelmauern runter in die Stadt. Der Löwensteiner Bau, da residierte bis ins 16. Jahrhundert eben die Linie zu Wertheim-Löwenstein. Jetzt gehen wir mal innen herum, die Originalburg hier, der Halsgraben. Halsgraben? Ja, richtig, hier. Es war alles Fels und das mittendrin hat man rausgeschlagen. Per Hand. Hand und Meißel. Ja, womit sonst? Man hatte ja leibeigene Bedienstete. Das hier ist jetzt die Kernburg. Die sehen wir uns gleich etwas näher an. Wir sind jetzt hier aber am oberen oder großen Bollwerk, was wir von außen gesehen haben. So sieht das von innen aus. Richtig. Das hat mehrere Jahre gedauert, bis das fertig war. Geschütze in drei Ebenen. Zwischendecks. Mittleres Geschütz, 800 bis 1200 Meter Reichweite. Weiter oben standen dann praktisch Hackenbüchsen oder Doppelhacken. Feuerkraft war wichtig. Man musste verhindern, streck doch mal den Kopf hier raus, guck, hoppla, jawohl, die Bäume wegdenken, freies Schussfeld. War der Angreifer, der Belagerer, erstmal in Stellung gegangen mit seinem schweren Geschütz, dann sah es übel aus. Also Feuerkraft. Ihn erwischen, bevor er sich festsetzen konnte. Doch jetzt schauen wir mal nach innen auf die Kernburg des 12. Jahrhunderts. Sie wurde im 13. und 14. Jahrhundert erweitert, dann durch den Löwensteiner Bau im frühen 16. Jahrhundert noch ergänzt. Den haben die Schweden dann auch zusammengeschossen und in Brand gesteckt. Doch man sieht hier an der Burg sehr schön die Ursprungsanlage. Hier rot markiert, eigentlich ganz klein. Aber das Braunmarkierte, das ist eben aus dem Felsen herausgehauen. Man musste verhindern, dass man an die Burg herankommt und hatte natürlich gleich prima Baumaterial. Und da brauchte man einiges an Steinen. Die Grafen hatten weitreichende Verbindungen, konnten sich's also finanziell leisten. Reicher Handel und Zoll. Doch hier, Bergfried, ehemaliger Palas, jetzt natürlich nicht mehr da. Und der gewaltige Halsgraben, der sich so S-förmig herumzieht. Jetzt kommen wir zum unteren Bollwerk. Das konnte die Mainseite bestreichen und das Tal eigentlich schützen, denn auch von dort konnten die Schweden im 17. Jahrhundert ja mit überlegenem Geschütz die Burg dann in Stücke schießen. So muss man sich das vorstellen. Man brauchte hunderte Soldaten, und ständig Übung, denn es durfte nichts in der Burg explodieren. Oft genug ging eine Burg durch Zündelei mit unsachgemäßem Umgang des Pulvers in die Luft. Deswegen, hunderte von Soldaten waren nötig im Belagerungsfalle und auch in ständiger Bereitschaft. Also die Kosten enorm. Aber die Grafen konnten sich's leisten. Wie gesagt, Einnahmen und Bedienstete. So, das war's in Kürze zur Burg ob Wertheim. Ein kleiner Hinweis sei noch gegeben. Dies ist ein Beitrag der Serie 4. Es gibt weitere Serien mit garantiert Interessantem. Schaut doch bei Gelegenheit mal rein. Somit haben wir den Abgang dieser Geschichte erreicht und sagen Danke.